Wir reden mit dem Nils Gianni, Porsche-Werksfahrer, an der Pressekonferenz vor Le Mans, also rund eine Woche vor Le Mans. Das grosse Abenteuer geht los. Nils, du gehst als Leader in der World Endurance Championship in der WEC Langstrecken-WM nach Le Mans. Bist du parat? Bist du für dich Favorit? Favorit, also ich denke, parat sind wir so gut, wie wir nur können. Favorit kann man für Le Mans eigentlich fast nie sein. Man kann ein gutes Auto haben, aber am Schluss braucht es immer eine grosse Portion Glück, weil die 24 Stunden kann immer sehr viel passieren. Aber wie gesagt, wir sind so gut parat wie nur möglich. Alle drei Marken, die eigentlich Siegchancen haben, also hier bei Porsche, der Marcel Fessler bei Audi und Sebastian Buemi bei Toyota, allen drei spricht man Siegchancen zu. Jetzt die anderen sind sehr nahe bei Porsche, also Audi und Toyota. Wo tut ihr noch unterscheiden? Gut, wir haben natürlich ein bisschen verschiedene Konzepte, wie wir das Rennen angehen wollen. Auch von der, wie das Auto aufgebaut ist, wo unsere Stärken und unsere Schwächen sind. Porsche hat sicher technisch gesehen ein Konzept, das jetzt schon im dritten Jahr ist, während Audi und Toyota ein neues Konzept haben gebracht mit dem Hybrid und wie sie die Energie zurückgewinnen wollen. Und dort, denke ich, sind wir sehr gut vorbereitet und hoffen, dass wir unsere Stärken im richtigen Moment ausspielen können. Aber entscheidend wird bei Le Mans vor allem die Standfestigkeit sein von diesen Hybridsystemen. Du hast es selber angesprochen, der hat eigentlich am meisten Erfahrung, da hat er also den grössten Vorteil. Den grössten Vorteil würde ich nicht sagen. Wir haben einfach standfestigkeitsmässig sind wir sicher am besten aufgestellt, würde ich mal sagen. Heisst aber schlussendlich nichts, weil Le Mans hat ganz eigene Gesetze und eigene Regeln, weil das ist eine Piste wie keine andere. Und dementsprechend kann ich nur sagen, eben, wir sind so gut vorbereitet, wie es nur geht. Du bist aktuell der Inhaber von der Bestzeit. Du hast letztes Jahr Pole Position geholt, du hast die schnellste Runde herlegen in Le Mans. Ist das jetzt das Jahr auch wieder ein Ziel oder geht man vielleicht mit anderer Strategie dahinter, dass man vielleicht jetzt nicht wirklich wieder so eine super Zeit herlegen will? Oder ist das tatsächlich effektiv so, auch bei der Langstrecken-WM geht auf die Runde gesehen nichts über die Zeit? Beim Qualifying ist natürlich es ist ein nice to have oder schön zum haben. Natürlich mit dem Rundenrekord und der Pole Position als erster Schweizer seit dem Joe Siffert ist das für mich natürlich trotzdem noch ein bisschen spezieller als jetzt einfach nur sonst irgendein Pole. Aber wir haben letztes Jahr gesehen, Pole ist schön, gibt einen Punkt, aber am Schluss gibt es doppelte Punktzahl im Rennen. Und, wenn wir eine Meisterschaft wollen, gut sein, aber auch das Rennen endlich gewinnen, wollen wir vor allem das Rennen gut haben dieses Jahr. Und da liegt unser Fokus drauf. Aber für dich persönlich ist das ja wirklich ein grosses Ziel. Du warst letztes Jahr relativ nah dran. Dann hast du es eben leider verpasst. Also da ging für dich eine Traumerfüllung, Le Mans zu gewinnen. Ja, sicher. Es ist mein Ziel. Vor allem nachdem ich letztes Jahr auf der Pole gestartet bin, hat man leider eben sehr früh Probleme schon gehabt. Ist das natürlich eine grosse Enttäuschung gewesen. Und Le Mans, das will viele Fahrer gewinnen. Das will eigentlich jeder Fahrer einmal im Leben gewinnen, wenn es geht, jeder Rennfahrer. Und schauen wir, hoffentlich klappt es das Jahr. Kommen wir noch auf die Aktualität. Wir haben hier ausgiebig getestet. Wir haben hier die 24 Stunden simuliert, die verschiedenen Tests. Was sind da die Erkenntnisse daraus bei euch bei Porsche? Ja, die Erkenntnisse sind, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wir sind so gut vorbereitet wie noch nie. Von der Geschwindigkeit her sind natürlich die anderen sehr, sehr nahe beieinander. Also sie sind an uns dran oder zum Teil auch ein bisschen schneller. Das wird man sehen, je nach Wettersituation, wer es einen Vorteil wird haben. Nichtsdestotrotz, ja, ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes, aber ein sehr enges Rennen. Man hat ja die Tests müssen vorzeitig abbrechen in Le Mans selber, vorletzt, weil es einen Unfall hat gegeben. Seid ihr mit eurem Programm durchgekommen oder hat es da gewisse Einbussen? Also, wir haben noch lesen, vielleicht irgendwie wegen der Reifen könnte das noch ein Thema sein, dass ihr jetzt nicht ganz alles hat angeschaut oder hat können. Spielt das einen Einfluss? Es war für alle gleich. Jeder hatte das gleiche Problem. Es war ein sehr durchzogener Testtag, weil einfach sehr viele Unterbrüche gab und sehr viele Probleme gab. Rote Flaggen und so weiter. Es hat natürlich das Ganze nicht ganz einfach gemacht, aber wie gesagt, es war für alle das Gleiche. Wir haben ja noch Mittwoch und Donnerstag nächste Woche, wo wir auch noch testen können, aber somit machen wir alle zu grosse Sorgen.
Wird ein Schweizer zu oberst stehen nach der 24 Stunden von Le Mans 2016? Naja, ich denke, es steht 50-50. Wir haben 6 Autos, sage ich, die wirklich grosse Siegchancen haben. Davon sind 3 Schweizer, also sage ich mal, das ist 50-50. Die Chance ist sicher gross, die war letztes Jahr gross, gewesen, aber wir haben auch jeden Einzel ein Problem gehabt. Schauen wir, wie es dieses Jahr rauskommt. Merci vielmals, Gianni.